Herzlich willkommen beim Medialen Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker aus Linz, und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet. Eigentlich mehr ein entspannendes Thema, wenn man es genau sieht, denn heute geht es um die Freude. Und was Freude mit Entspannung zu tun hat und wie man das auch energetisch sehr schnell herbeiführen kann, eigentlich sowohl Freude als auch dann Entspannung. Das schauen wir uns heute an. Grundsätzlich ist ja Freude etwas, wenn man es einmal überlegt, das ist zwar ein Ausdruck, also es steigt ja in einem auf, die Freude, die ist auch nicht steuerbar. Wenn man sich über etwas freut, ich sage immer, das beste Beispiel ist, man bekommt zu Weihnachten ein Geschenk, das einem gar nicht gefällt, und irgendwer fragt dich dann und hast dich gefreut drüber und das Gefühl kommt nicht hoch. Ja, also das ist nichts, wo man sagt, das kann man jetzt so aktiv erzeugen, sondern es steigt dann eigentlich in einem auf. Aber was braucht es überhaupt, dass Freude hochkommen kann? Also was muss da vorher reinkommen? Und wichtig ist einfach, dass ich bevor Freude passieren kann, eigentlich einmal offen bin für Inspiration. Und Inspiration heißt einfach, dass mich etwas wirklich, dass mir etwas reingeht, in den Geist geht. Das heißt, ich muss offen sein und zulassen, dass mich Dinge berühren, dass ich inspiriert werde, im Inneren berührt werde von Dingen. Und ohne diese Berührung ist es nicht möglich, dass man irgendwann Freude empfindet. Denn letzten Endes ist ja Freude was dann eine Reaktion auf etwas, aber das muss ja irgendwo mal herkommen. Natürlich heißt das nicht, dass Freude nur vom Außen kommen muss. Also das heißt, ich freue mich über ein Geschenk oder über einen Sonnenaufgang. Das muss also gar nicht nur von der äußeren Welt kommen, sondern das kann dann und sollte dann letzten Endes auch etwas sein, das von innen aufsteigt, was man selbst aus sich heraus generieren kann. Und ich finde, dass man die Freude, nebenbei bemerkt genauso wie die Inspiration, ich finde, dass man das trainieren kann wie einen Muskel. Und man muss halt einfach schauen, wie binde ich Freude ein in mein Leben? Also wie kann ich mich an etwas erfreuen? Und wenn man sich schon lange an nichts mehr gefreut hat, gibt es so Leute, dann sollte man sich an irgendwas zurückerinnern, über was man sich irgendwann mal gefreut hat, als Kind, irgendwo einmal. Also eine Erinnerung oder zumindest das Gefühl, das man als Freude definiert im eigenen Rahmen. Und so kann man sich das einmal vorstellen, diese Situation. Also wann hast du dich das letzte Mal gefreut? Und da bleibst du dann in diesem Gefühl drinnen. Und zwar gar nicht jetzt so noch einmal von außen, sondern wirklich, das kommt von innen dann schon rauf. Und dann wird man merken, okay, man reizt wieder dieses Potenzial. Und wie gesagt, Freude gehört dann trainiert. Und bei der Inspiration ist es genauso. Man muss wirklich sich entscheiden, inspiriert zu werden. Das heißt, es gibt etwas Inspirierendes. Wenn man permanent herumläuft mit diesem, es ist immer alles trüge, es ist immer dasselbe Alltag, es ist alles mühsam, man hat sowieso schon alles erlebt, dann ist man so abgestumpft und dann kommt da auch nichts mehr rein. Es kann weder dich was inspirieren, noch irgendetwas Freude in dir erregen. Das heißt, diese Offenheit, diese Inspiration wäre gut, wenn man dir mal mit Neugier zum Beispiel verstärkt. Das heißt, auf irgendetwas neugierig sein. Mich würde, und zwar nicht sarkastisch jetzt, ja, mich würde mich interessieren, was die heute wieder für einen Schaß redet. Also das ist ja sarkastisch gemeint. Sondern es geht darum, dass ich wirklich irgendwo eine Neugier, eine Freude habe. Ich interessiere mich für irgendein Gebiet, ich möchte irgendetwas lernen oder ich kaufe mir mal ein Spiel oder ein Spielzeug, das ich aus meiner Kindheit kenne, das mir gut gefallen hat und versuche das noch einmal wieder aufleben zu lassen, zum Beispiel. Und da kann man einfach wirklich schon einmal ganz gut diese Muskulatur, sage ich mal, trainieren, die dann letzten Endes auch zur Freude führt, die dann ja wieder aufsteigt. Ja. So, und jetzt haben wir also dieses Öffnen, diese Inspiration, und mit der werden wir heute jetzt gleich bei der Übung anfangen, die wir machen. Und zwar geht es jetzt einfach einmal um Öffnen.
Und warum öffnen wir uns so selten? Weil wir Angst haben, natürlich verletzt zu werden. Das ist da der ganze Witz. Und darum schließ jetzt einfach mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Ein und aus. Du nimmst dich jetzt in einer absolut sicheren Umgebung wahr. Alles ist erfüllt von hellem, goldenen Licht. Es gibt keinen Schatten. Es gibt nichts Negatives, das in dieses Licht eindringen kann. Es existiert rund um dich nur reines, goldenes Licht. Es ist fast so, als hättest du deine Wohnung geputzt oder putzen lassen. Alles ist sauber abgestaubt, sogar die Fenster sind geputzt. Jegliches Krümelchen ist aufgesammelt, alles blitzt und blankt und ist absolut rein. Es riecht frisch, die alte Energie ist weggeräumt. Und in genau so einer Atmosphäre, in so einem Milieu bist du jetzt. Rund um dich ist goldenes Licht. Und du bist absolut geborgen, getragen, sicher und behütet. Du spürst nun, dass du dich zurücklehnen kannst und ganz weich wirst und sanft getragen. Entspannst du dich und wirst mit jeder Phase deines Körpers schwerer, angenehm schwer und entspannter. Jeder Muskel in deinem Körper entspannt sich. Dein Rücken entspannt sich, dein Nacken entspannt sich. Deine Schultern entspannen sich. Dein Becken, deine Hüfte entspannen sich. Die Oberschenkel, Unterschenkel entspannen sich. Und du spürst, dass du angenehm geöffnet wirst. Du machst dich also auf. Du öffnest dich, weil du absolut sicher bist. Du bist sogar an einem Ort, wo du noch geborgener bist und besser aufgehoben, als du vielleicht gedacht hast. Denn wenn du jetzt dein Innerstes öffnest, kann dieses Licht jeden Schatten aus deinem Herzen, aus deinem Solarplexus, aus deinem Körper entfernen, sodass du absolut von diesem goldenen Licht durchflutet bist und nirgends in deinem Körper mehr einen einzigen Schatten wahrnimmst. Sogar dein ganzer Kopf, dein Gesicht, dein Gehirn, dein Schädel, all deine Sinne sind jetzt mit diesem Licht erfüllt und sämtliche Schatten
sind aus deinem System verschwunden. Und du spürst jetzt, dass du in dir extrem zufrieden bist und friedlich. Und in diesem Frieden sinkst du immer tiefer und tiefer hinein. Dieser Frieden ist dein Urvertrauen und deine Sicherheit. Aber eine Sicherheit, die jetzt von innen in dir erwächst. Und diese Sicherheit bildet eine stabile Unterlage. Und in dieser Sicherheit bedankst du dich für dein Dasein und bedankst du dich, dass du sicher und behütet im Schoß von Mutter Erde leben kannst. Und aus dieser Dankbarkeit heraus spürst du, wie die gesamte Welt erstrahlt. Und das ist kein gewöhnliches Strahlen, wie ein Licht von außen, sondern du siehst jetzt das Licht in allem, was ist, in einem Stuhl, in deinem Partner, in deinem Umfeld, deiner Wohnung, auf der Straße, in den Autos, in jedem anderen Menschen, Tier, in jeder Pflanze, spürst du dasselbe Licht, das dir innewohnt. Du erkennst die Familie, der du angehörig bist. Und diese Familie ist keine Familie, die einen Druck ausübt oder die dich mit Themen belastet. Es ist reines Licht, das reine Licht der Zusammengehörigkeit. Erlaube dir jetzt in dieser Gemeinschaft, in diesem Licht, auf dieser Weltenfamilie es darf jetzt eine tiefe Heilung stattfinden in dieser Geborgenheit und diesem Reigen der Freude. Ist es dir nun möglich, dein Freudenzentrum, dein Nabelchakra zu öffnen? Und du spürst, dass es sich ganz von selbst öffnet. Und natürlich sind das schwierige Zeiten gewesen. Aber in dem Licht des Reigens, in dem du jetzt stehst, so geborgen wie du jetzt bist, erscheinen dir diese Ereignisse nur mehr wie blasse Schatten, die alle in diesem Licht der Einheit vergehen. Ein Schatten nach dem anderen verlässt dein Nabelchakra. Dein Nabelzentrum öffnet sich mehr und mehr. Und letzten Endes sind die letzten Schatten aus deinem Nabelchakra, deinem Zentrum, das für Freude verantwortlich ist, sind jetzt alle Schatten draußen. Und du spürst, wie die Lebensfreude, die Lebenslust und deine Lebenskraft, deine Energie, dein Ansporn, wie dich diese Welle wie eine große, große Kraft einfach mal mitnimmt, durch dich hindurchfließt und dein ganzes Inneres stabilisiert und noch mehr reinigt und dich absolut in deine Kraft bringt.
deine Erwachsenenenergie. Und du spürst, wie schön es ist. Du fühlst dich wie ein Surfer, wie eine Surferin an einem perfekten Strand mit den perfekten Wellen. Und wenn du heute nicht surfen willst, dann leg dich auf die Luftmatratze und lass dich von den Wellen dieser unendlichen Energie tragen. Spüre, dass es nichts zu fürchten gibt, dass es niemals etwas zu fürchten gab. Spüre, dass du dazu geboren bist, zu lachen, zu tanzen, zu singen und auf allen Ebenen zu leben. Spüre, dass du Teil bist und dass du Anteil nehmen kannst. Spüre, dass du eins bist. Spüre dein Zentrum und spüre die Freude über dein Dasein. Spüre das Licht, das sich freut, dass du hier bist, hier auf Erden. Beobachte die Freude. Beobachte dein wahres Ich und erlaube dir, dass diese Freude jetzt ganz in dir aufsteigt. Erkenne, dass du in deinem Kern Liebe bist. Und zu allen inneren Toren, zu allem, was schön ist, was lichtvoll ist, was klar ist, was dir deine Würde gibt. Zu allem hast du jetzt den Schlüssel bekommen, den Schlüssel zu deiner Freude. Und diese Freude kann nach unten in die Lebenslust fließen, in die Kreativität, in dein kreatives Dasein, in deine Lust, in deine Sexualität. Es kann also nach unten fließen. Da kann sich's erden, diese Freude. Also es ist ein Schlüssel nach unten. Und was noch spannender ist, es ist auch ein Schlüssel nach oben. Du kannst damit sofort in diesen ewigen Fluss, in dieses ewige Licht eintauchen. Und du kannst dich aus dem höchsten Licht inspirieren lassen. Und diese Inspiration darf durch dich wieder auf die Erde fließen, darf durch dich sich manifestieren. Genau in deiner ureigensten Qualität, in deinem ureigensten Klang, in deiner ureigensten Farbe. Und du spürst nun die Freude am geistigen Sein, an der Inspiration, und du spürst die Freude der Erde, des irdischen Daseins, der Kraft. Und du spürst, dass du Freude bist. Du atmest tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und
Und du spürst, dass diese Energie, diese Freude in allem um dich herum ist. Du spürst, dass der Raum, in dem du jetzt bist, voller Freude ist. Irgendjemand hatte Freude daran, den Sessel oder das Sofa oder das Bett zu machen, in dem du dich befindest. Irgendjemand hatte Freude an deinem Wandregal, an den Büchern. Und nur so konnten sie auf die Welt kommen. Irgendjemand hatte Freude, womöglich an deinem Telefon, an deinem Fernseher, an deinen Geräten, an deiner Lampe, an deinem Gewand. Und durch diese Freude sind diese Dinge auf die Erde gekommen. Und du spürst jetzt, dass diese Freude allem innewohnt, was dir hier auf Erden begegnet. Jedem Wassertropfen, jedem Blatt im Wind, jedem Staubkorn, jedem Menschen, der dir begegnet. Die Freude ist in allem. Vielleicht schläft sie in manchen, aber du weißt, dass der Segen, der dir heute zuteil wurde, auch jedem anderen zuteil werden kann. Du weißt, dass es gut ist, wie es ist. Du weißt, jeder hat Freude in sich und jeder ist aus Freude und Liebe gemacht. Und stell dir die schlimmsten Leute vor. Deine Erzfeindinnen, die furchtbaren Kollegen. Und mach dir jetzt bewusst, dass die auch aus Freude hier sind und Freude in sich haben. Nicht Schadenfreude oder eine Boshaftigkeit, aus der sie sich Freude ziehen, dass sie dich ärgern. Es ist die Freude am Dasein und sie sind erfüllt mit Freude, genau wie du mit Freude erfüllt bist. Es gibt nichts einzufordern, es gibt nichts zu verzeihen, ihr habt alle genau gleich viel. Und du atmest tief ein. Und wieder aus und tief ein und wieder aus und du spürst, wie um dich sich alles löst. Jeglicher Stress, jegliche Manipulationsenergie, während du dich wieder mehr und mehr in deinem Alltagsbewusstsein manifestierst. Und du spürst, dass diese Freude, dieses Licht die stärkste Rüstung ist, die es gibt. Atme dieses Bewusstsein tief ein und wieder aus und noch einmal tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du ganz im Hier und Jetzt ankommst, dass du gut gerüstet bist, dass du gut abgegrenzt bist, obwohl du zu 100% dem Licht gegenüber geöffnet bist.
Und dieses Licht ist die reine Freude am Dasein, am guten Essen, an deinen Freunden, an deinem Partner, in deiner Wohnung, an den anderen Menschen, an Shopping-Trips, an deiner Arbeit. In all diese Bereiche, deine Familie, fließt diese Freude. Es ist die Freude des materiellen Seins. Und ganz viel Freude darf auch in deinem Körper fließen, zu allen wichtigen Organen. Den Atemwegen der Lunge, Magen, Darm, Nieren, Leber, Milz, Geschlechtsorgane, dein Gehirn, dein Rückenmark, dein Bewegungsapparat. Da fließt ganz viel Freude rein und jeglicher Stress, jegliche Urteile ziehen ab. Und natürlich fließt auch diese Freude ins Feinstoffliche hinein, in das, was man noch nicht sehen kann. Aber das, was dich berührt, was dich inspiriert, was dich mit deinem Innersten verbindet. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich einfach in deinen Worten bei dieser Freude. Es ist schön, dass du da bist. Ich ankere dich in meinem Leben und freue mich darauf, diese Freude zum Ausdruck zu bringen. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass ich da bin. Atme nochmal tief ein. Und wieder aus und beweg dann deinen Körper, deine Arme, deine Beine. Streck dich gut durch. Lass dir Zeit. Beweg nochmal die Füße, Schultern. Atme tief ein und wieder aus und komm dann in deinem Tempo, in deiner Energie ganz ins Hier und Jetzt, in dein Alltagsbewusstsein zurück. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Bedankst dich nochmal und öffnest dann deine Augen. Und bist wieder ganz im Hier und Jetzt, spürst das Licht, spürst die Reinigung, die Freude. Und du weißt, dass diese Freude Teil von dir ist. Ja, du kannst diese Meditation natürlich wiederholen und ich hoffe, du hast es auch gespürt, also ich mache ja da immer so mit beim Meditieren. Ich hoffe, du hast auch gespürt, was da in Bewegung kommt. Und es war eine ganz tolle Meditation. Hat mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver Erreny aus dem wunderschönen Linz. Und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Tschüss.